Aloha und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Mein Name ist Kid und heute spielen wir mal Trundle. Und zwar wollen wir mal was Neues ausprobieren, nämlich Jungle. Ja, Trundle in the Jungle. Blah, blah, blah. Ja, in den letzten Tagen kam eher weniger Let's Play LOL von mir. Das lag nicht daran, dass ich jetzt völlig mit Witcher 2 beschäftigt bin oder dass ich euch komplett vergessen hätte. Nein, das liegt daran, dass die LOL-Server in den letzten Tagen so verlässlich sind wie eine Frau, also gar nicht. Und dementsprechend lief das Ganze nicht so rund. Aber jetzt denke ich mal, also ich habe schon zwei, drei Let's Plays versucht, das hat dann immer in Server abstürzen oder gemündet. Und deswegen habe ich es jetzt versuche es jetzt erstmal wieder. Ist halt schon jetzt eine Woche her seit dem letzten und ich dachte mir, jetzt müssen wir mal langsam wieder. So, unser Team besteht aus Shen, Urgot, Twisted Fate, Gangplank und mir. Und das gegnerische Team Gragas, Jarvan, Yorick, Kennen und Ashe. Yorick, der neue Held. Ist von der Team Composition her alles okay. Gegner haben keinen Jungler und ich hoffe, ihr habt den Dreamhack geguckt, weil Dreamhack auf jeden Fall war epic und man hat viel gelernt. Also wenn man so ein normaler Casual-LoL-Spieler ist, ja, dann wurde man auf jeden Fall, hat man auf jeden Fall gesehen, wie die Profis das mal machen. Natürlich haben wir keinen Supporter, die haben aber auch keinen Supporter, von daher ist dieses Problem behoben. Und ja, ich denke mal, als Jungler können wir sehr viel mehr in die Tiefe, in die Action-Tiefe gehen, wegen viel mehr Gank-Potenzial und viel mehr Bewegungspotenzial. Und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, warten hier darauf, dass der Golem spawnt und mein Teammate ihn dann pullt. Oder mach weg, Kuh, dann ist er tot. Das ist zumindest der Plan. Und ja. Ich denke mal, wir sind derzeit vom Line-Up her einfach besser dabei, weil wir den Jungler haben. Aber das will nichts heißen. Die Gegner haben Ashe. Ashe ist ein widerlicher AD-Carry. Und wir haben, na gut, wir haben Urgot. Urgot ist auch ein widerlicher AD-Carry. Aber Ashe hat hier einen Pfeil, ne? Das ist ja auch gemein, die. So, blauer Buff da. Hätte ruhig mal eine rote Karte draufschmeißen können, aber er war zu geizig. Ne, kriegt keinen roten Buff. Rote Karte kriegst du nicht von mir. Jetzt verschwindet hier der Golem einfach und cheatet. Ja, hier schön mit Smite seht ihr ja schön True Damage gegen die Minions und dann geht das auch hier easy going. Seine Abilities, die von Chandra, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Es fängt an mit seiner Passiven, die ihn immer für 2% seiner HP heilt, wenn ein Minion um ihn, also 2% der HP des Minions heilt, wenn ein Minion um ihn herum stirbt. Und, ja, weiter geht's mit Q. Es macht Damage beim nächsten Schlag und gibt mir Attack Damage, beziehungsweise zieht die Hälfte des Attack Damage, die mir dieser Schlag gibt, von den Monstern oder dem Gegner ab. Seine W-Ability macht ein Feld, auf dem bewege ich mich 20% schneller, schlage 20% schneller zu und bin 20% weniger crowd-controlled. Das seht ihr hier gerade. Seine E-Ability macht so einen kleinen schönen Steinchen und da kann man schön da um das Steinchen herum ist auch noch ein Slowfeld und damit kann man schön, sehr schön, vor allem im Jungle und so, seine Gegner abschneiden und ja, sie dazu bringen zu sterben. Auf nette Art und Weise. So, jetzt machen wir gleich erstmal roten Buff, noch kurz Heiltränke einschmeißen und dann geht's weiter hier. Ja, seine Ultimate heilt ihn für HP Instant und gibt ihm prozentual Rüstung und Magieresistenz vom Ziel und das, was es ihm Instant gegeben hat, das kriegt er auch alles nochmal spät ein paar Sekunden, innerhalb von ein paar Sekunden vom Gegner abgezogen. Das ist sehr gut zum Beispiel gegen gegnerische Tanks oder so. Man kann ihn halt so an die 50% Rüstung und Magieresistenz auf Stufe 3 entlocken und dadurch ordentlich Damage machen. Oh, da hätte ich fast vergessen, noch einen Trank zu nehmen. Und First Blood auf Seiten von den Gegnern. Und zwar auf Ashe. Und das gefällt mir gar nicht. Aber es war mir irgendwie klar, dass die da unten Probleme kriegen. Naja. Jetzt hier noch eben die Trolle machen. Und dann gehen wir auch gleich voll in die Gang-Action hinein. Noch Level 4 erreichen, um den Pillar zu haben. Das ist immer ganz nützlich. Und ja.
Dann starten die ja auch schon. Muss ja erstmal muss er ja sterben hier, der Kollege Fettkloß. So, wir kaufen Boots. Boots sind immer ganz schön am Anfang zum Ganken, finde ich. Und dann dementsprechend hole ich mir die immer. So, jetzt kleistern wir hier noch ein Feld hin, damit wir auch schon schnell loslegen, laufen können. Und wir müssen auf jeden Fall hier unten den Gang starten, denn hier unten haben sie enorme Probleme. Ja. Hier oben läuft es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Und halt nur hier unten ist die Kacke am Dampfen. Und das ist unschön. So, wir sollten uns auf Ash fokussieren. Wo ist der? Was ist das denn hier? Ich lagge. Während Gangplank das erledigt hat. Ja, okay. Noch ein Exhaust. Ah. Ja, also scheinbar hatten alle diesen Lag. Und, naja. Dementsprechend kein Drama. Wir haben ja den Kill gekriegt auf Ash und das war das Ziel. Das Ziel haben wir erfüllt. Ich brauche nochmal. Leider konnten wir ihn hier wieder nicht holen. Oh. Da hätte mal ein Miss kommen können. Ah, kam. Ja, hat er den. Da hat er gerade nicht wirklich den Dings verfehlt. Fate hätte auch einfach sich mal runterporten können. Naja, da komme ich nicht hin. Haha, du kriegst mich nicht. Aber Ash wollte mich halt wieder voll von hinten rampagen, aber das kannst du knicken. Kannst du das? Da kommt nichts rum. So, jetzt gehen wir mal wieder in den Jungle. Wir dürfen den Jungle nicht vernachlässigen, einfach. Weil wir sonst in den EP zurückfallen, beziehungsweise das Team in den EP zurückfällt und das wollen wir ja nicht. Fate hätte eigentlich auch mal. Fate hätte eigentlich auch mal runterporten können. Während die sich jetzt hier wieder in. Bester Rennemanier gegenseitig zerfleischen. Jetzt haben wir halt auch noch den Madritz Blutschnitter und wie ihr seht, kommen halt dann auch manchmal 500er Hits auf die Minions zustande. Das ist halt True Damage versus Minions. Magic Damage ist es. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da seht ihr, zack, instant down. So will man das doch sehen. Eigentlich brauche ich jetzt auch keinen Smite mehr, um den Golem zu machen. Deswegen holen wir uns die ganze Suppe jetzt mal. Und wenn ich es verkacke, dann könnt ihr mich auslachen. Ja, wart doch kurz. Lass mich doch erstmal den Golem-Buff holen. Och man, was macht ihr denn da? Warum lauft ihr denn so vor? Ey? Nice help, bla bla bla. Ja, komm. Was machen die denn auch da? Ja, töte ihn doch! Wow. Schnell nach rechts gehen oder so, dass mich der Ash Arrow nicht hittet. Ja, das war close. Ah, ich gehe lieber weiter, ich habe Angst. I'm scared. Ich bin geert und ich bin scared. Ja, auf jeden Fall haben wir den Kill schön geholt und Ash hat nicht die Lust gehabt, mir den Fall noch hinterher zu knudeln. Und so können wir uns jetzt erstmal die Laterne kaufen. Laterne ist immer nice, es gibt Life Leech, man kann damit einen Ward aufstellen und ja... Es macht halt immer noch denselben Effekt, den Madritz auch hat.
Und das dementsprechend ja. Während Ash fehlt. Ich schreibe es einfach mal, weil die da unten scheinbar nicht hinkriegen. Warum zerfleischen die sich eigentlich schon wieder? Warum müssen Randoms immer der Meinung sein, sie wären was Besonderes und zerfleischen sich gegenseitig? Smite möglichst immer auch oft benutzen. Einfach um. Ja. WTF, der ist Level 5. Den wollen wir doch mal auch wegholen. Das ist Jorik, der neue Held. Irgendwie wird das hier nichts. Naja, das wird nichts. Ich habe verplant, dass Gragas hier auch noch ist. Oh, kenne ich schon wieder. Oh, Lags, alter Verwalter. Es ist schon wieder, die Server sind schon wieder instabil. Und zwar höllisch instabil. Und das war close. Das war extrem knapp. Ne, wir sollten uns nicht hier porten. Wenn Ash nämlich nicht doof ist, dann schießt ihr einfach einen Pfeil von unten. Deswegen bauen wir uns hier. Ja, sowas wie zum Beispiel der Busch da ist ein beliebtes Portziel und dann versucht man halt einfach mal einen Pfeil reinzuknattern. Ob er trifft oder nicht, ist da egal. Ash fehlt schon wieder auch. Schon die ganze Zeit irgendwie. Ja. Während die hier oben wieder versuchen. Ich finde das sehr gewagt, was die zwei da machen. Ich werde jetzt mal wieder in die Mitte gehen. Ich werde jetzt erstmal in die Mitte gehen, um zu verteidigen. Der Job als Jungler ist nicht nur zu ganken, sondern halt auch. Ja. Halt auch die Lanes zu verteidigen, wenn derjenige, der sonst auf der Lane ist, weg ist. So, und das waren wohl alle Kills für mich. Jetzt können wir uns, können wir nicht weg backporten, weil. Ja, jetzt kam Ash da oben. Wusste ich's doch. Dass da auch noch was kommen muss. Ja, ich lauf doch. Ich geb doch alles. Ich bin zu spät. Naja, egal. Ja. Das war mir halt bewusst, dass Ash die gleich da wegholt. Naja, das ist typisch. Naja, das war ein bisschen fail, aber jetzt habe ich sie geslowt durch den roten Buff. Ah, jetzt hat sie Flash geused. Flash weg und hier noch einen schönen Gangplank, den Killsealen von dem Vieh und ja, jetzt holen wir uns nochmal die Boots. Wahrscheinlich lag es daran, dass er ja genau, die hat Boot. Oh, wie kann ich den denn nicht treffen, ey? Scheiße. Ja, eigentlich hätte der Pillar jetzt so sitzen müssen, dass er quasi hier nicht mehr durchkommen kann, aber ich